So, guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Also heute Nacht, im Prinzip den Tag drauf, habe ich jetzt die Bienen-Edelkastanie gefahren. Man sieht es ja hier, wo die Sonne schön reinscheint. Die blühen zum Teil schon und fangen gerade an zu blühen. Ist hier, ja, die letzte Wanderung war glücklich. Jetzt ist ein bisschen unglücklich verlaufen. Heute Nacht um 2, als ich los wollte, habe ich entdeckt, dass an einem Anhänger das Licht nicht geht. Da ist Stecker was abgerissen, also nochmal den Anhänger gewechselt. Dann ist ein Spanngurt gerissen. Was hat man noch? Vollsperrung auf der Autobahn. Dann bin ich zu einem Überfluss noch geblitzt worden. Und dann ganz zuletzt ist der bisherige Standplatz eigentlich nicht verfügbar. Ja, gut, habe ich halt improvisieren müssen, da war ich jetzt schon da. Jetzt habe ich hier einen Teil Bienenvölker stehen, die anderen stehen um die Ecke. Das gehört auch noch hier zu demjenigen, von dem ich den Standplatz habe. Aber wie gesagt, ja, da stehe ich auch erstmal da. Man ist ja dann auch nach 2 Nächten schon ein bisschen müde. Aber alles kein Problem, die Laune ist noch gut. Ich hoffe jetzt, dass das hier gut läuft. Ich habe jetzt hier meine Waage auch stehen. Und was ich zum ersten Mal gemacht habe, weil ich habe auch eine Kamera aufgestellt. Und so einen GPS-Tracker habe ich geschenkt bekommen. Den habe ich auch mal eingebaut. Mal schauen, ne? Ja, ich meine, das ist ja sowieso immer so ein Abenteuer hier, diese Edelkastanien. Also wenn da jemand mal einen schöneren Platz hat, da wäre ich. Oder einen schönen Platz hatte als Alternative, da wäre ich vielleicht gar nicht mal so abgeneigt. Weil das Problem ist halt folgendes. Ich komme hier ziemlich steil rauf. Also ich bin froh um den Allrad und auch da mache ich mir manchmal Gedanken, ob ich durchkomme. Jetzt ist es trocken, ne? Da ging's. Aber ich habe es ja halt auch schon erlebt nach so einem Gewitter oder so. Ja. Da weiß man nicht, ob man immer hochkommt. So ist es auf jeden Fall. Also wie gesagt, ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt fahre ich mal wieder heim. Da oben stehen auch noch Bienenkästen. Da schaue ich mal, wem die gehören. Da müsste ein Gesundheitszeugnis dran sein. Dann rufe ich den mal an, dass meine Bienen praktisch in der Nähe stehen. Dass wir da gegenseitig einfach Bescheid wissen, wenn was wäre. Dann fahre ich wieder heim. Ich meine, jetzt geht es ja nur bergunter, das werde ich ohne Probleme schaffen. Aber ich meine, das ist halt mit dieser Edelkastanie wirklich, ich brauche dann immer mein T4. Und mit meinem T4 herfür, das ist nicht lang zu fahren. Aber da laufen halt so um die 40 € Sprit schon mal, mindestens durch. Einfach, ne? Einfach. Also, sagen wir mal, mit Polen sind es rund 150 € Sprit. Könnte man mit einem anderen Auto ohne Allrad bisschen günstiger herkommen, auch vom Fahrkomfort. Aber mei, so ist es halt, man kann nicht alles haben, man macht es ja auch nur einmal im Jahr, gibt einen schönen Honig, jetzt hoffen wir einfach, dass es was wird. In der Regel komme ich vielleicht einmal zwischendurch noch vorbei, wenn sich das mit so einem Ausflug in die Gegend ein bisschen einbauen lässt. Ja, und ansonsten hole ich die Bienenvölker dann nach der Edelkastanie wieder. Das ist ja das Schöne an den Wagen. Man bekommt ja im Prinzip alles voll mit, wie es läuft, wie die Zunahmen sind. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und ansonsten fahre ich jetzt heim, mache ein bisschen Pause und dann geht es wahrscheinlich heute Mittag weiter. Wieder schauen, dass ich einen Kaffee bekomme. Tanken muss ich leider schon wieder. Aber gut, alles klar. Also bis dann. Ciao. So, also jetzt wieder auf meinem Weg. Ja, vielleicht zwei Sachen, was mir so eingefallen ist gerade. Also der Spanngurt, ich hatte ja gesagt, der ist gerissen, der ist nicht gerissen, der ist nur aufgegangen oder locker geworden.
aber das reicht ja schon fürs Ärgernis. Und dann hatten ja ein paar auch gebeten in den Kommentaren, dass ich ein bisschen mehr sage zur Erwerbs- und Bereitswirtschaftlichkeit. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich habe es ja schon gesagt, ich verfahre hier Sprit für, bis die Völker wieder daheim sind, so um die 150 Euro. In Fahrzeit wird es sein, oder inklusive Fahrzeit, Arbeitszeit, bis der Honig geschleudert ist, werde ich so sein bei summa summarum 18 Stunden. Ja, mal den Lohnansatz. Also da braucht man nicht anfangen mit 5 Völker zu fahren. Das ist einfach so diese Grundlage. Und mit dem Auto natürlich, ich meine, ich bin ja mit meinem geliebten T4 unterwegs. So weit kommt er nie weg von zu Hause, deshalb sind wir beide, glaube ich, auch immer wieder froh, wenn wir zurückkommen. Weil ich meine, der ist Baujahr 98 und der muss ja bei mir schon ran. Also hier auch geländemäßig, und das ist ja praktisch, ich sage ja immer im Prinzip, das ist so mein Bulldog. Und der fährt dann jetzt natürlich hier 3 Stunden Autobahn, also hin und zurück. Das kennt er nicht. ja, wie gesagt, da bin ich einfach immer froh nicht, aber es ist noch nie was passiert, aber ja, man ist ja immer froh, wenn man wieder zurück ist. Bei seltenen Autos ist halt ab und zu was, und ich habe halt irgendwie, ich weiß es nicht, was passiert, wenn ich hier nachts um 3 auf der Autobahn stehe. Also Ladefläche sind ja 4,80 Meter. Dann ist der Hänger bestimmt 6 Meter irgendwas lang, oder ja, sagen wir mal 6 Meter lang, voller Bienenvölker, dann der T4 vorne dran, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dann das hier anrufe. Also zum einen, was passiert mit den Bienenvölkern, und ich meine, dass der den Bus irgendwie mitnimmt und auf den Hof stellt oder auch heimbringt oder was auch immer, davon gehe ich mal aus, aber was passiert mit den Bienenvölkern? Im schlimmsten Fall kommen die dann auch irgendwie heim am nächsten Tag oder abends, oder, aber dann habe ich auch nichts gewonnen. Also da bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn die abgeladen sind und wir leer auf dem Heimweg sind, weil dann fällt dieses Thema eindeutig schon mal weg. Ja, jetzt hoffe ich, dass das mit dem Ton hier so ganz gut funktioniert, die leere Autobahn. Wir haben es jetzt 7. Ich bin schon wieder ein ganz gutes Stück Richtung Heimat unterwegs. Ich komme jetzt gleich nach Karlsruhe, und so habe ich gedacht, nutze ich die Zeit, leere Autobahn, und beende dieses Video. Also ich wünsche euch was, viel Spaß, bis dann. Ich hatte ja auch ein kleines Missgeschick an der Wanderung zur Edelkastanie, also allen, die mir da geholfen haben, und so herzlichen vielen Dank. Eine super coole Sache. Das hat mich wirklich gefreut. Sicherlich auch diesem Kanal geschuldet hier, dass das so gut dann letztendlich ausgegangen ist. Ja, das war's im Prinzip von mir jetzt mal. Ich meine, es wird sicherlich noch das ein oder andere Video kommen. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Mir wird es ja schon wieder zu warm. Ne? Also ich bin noch in langer Hose, weil ich vorher noch mit dem Freischneider was ausgemäht habe. Aber ich muss jetzt hier mich umziehen. Und weil hier in der Sonne, das brennt schon wieder ganz schön. Und aber auf jeden Fall, ihr macht's gut. Ich mache es hoffentlich auch gut. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos.